Horst Lemmer und ich will Ihr Bundeskanzler werden. Ja, das wollen viele, aber Horst Schlemmer hat bereits eine eigene Partei. Die HSP, die Horst-Schlemmer-Partei. Konservativ, liberal und links zugleich. Das ist mal Konkurrenz für Angela Merkel samt Bundesadler. Wie sehen Ihre Pläne konkret aus? Ich habe hier bereits etwas skizziert, Herr Bundeshase. Da wird's wohl kuschelig im deutschen Lande. Die weiblichen Stimmen jedenfalls hat der Horst damit schon mal im Sack. Es ist ein Mann aus dem Volk. Es ist ein Mann, der uns alle versteht. Er hat den Mut, den ein richtiger Mann haben muss, um dieses Land zu leiten. Und davon will er natürlich auch die männlichen Wähler überzeugen. Ich will ja nicht nur kandidieren. Ich will Bundeskanzler werden. Darf ich das der Angela Merkel sagen? Ja, bitte. Soll ich Sie an vorwarnen? Das übernimmt der Herr Kanzlerkandidat schon selbst. Mit Wahlhelfer Bushido an seiner Seite will er die Frau Kanzlerin das Fürchten lehren. Wenn Sie irgendwie der Meinung sind, dass ich Sie da in Ihrer Wahlkampfsituation unterstützen könnte, das wäre geil. Ich wäre dabei. Auf jeden Fall. HSP, Horst Schlemmer Partei, gebt uns alle eure Stimmen, wenn ihr wollt, dass sich Veränderung zeigt. Und wenn da jetzt die Horst Schlemmer Partei. HSP, ja, da hat's jetzt wohl auch der Letzte begriffen. Horst Schlemmer macht ernst. Hier kommt ein Kanzlerkandidat, der auf keinen Sitz verzichten wird. Naja, was geht. Die Stühle sind übrigens gut hier. Hier sitzt man gut, ja. Ja. Hier habe ich auch gar keinen Rücken.